Was geht ab und willkommen zu einem kleinen Video. Ich spiele gerade South Park Stick of Truth in der Uncut Edition. Jo, ich mach dich fertig. Darf ich? Danke. So, und jetzt sind wir dran. Kleinen Moment. Okay, an dieser Stelle mache ich kurz einen kleinen Einschnitt und zeige euch, warum heute dieses Video kommt und nicht Hitman. Ich hoffe, ihr habt es pausiert und falls nicht, scrollt mal kurz zurück, pausiert es und lest es euch durch. Das sind 2,3 GB. Ich habe nicht die Zeit, um mir das runterzuladen, weil das dauert ein paar Stunden. Und deswegen musste ich jetzt kurz was anderes nehmen und wollte einfach mal probieren, ob ich South Park theoretisch spielen kann. Und wollte einfach mal ein Video dazu machen. Das ist mein zweiter Charakter übrigens. Ein Jude an der Stelle. Ich bin noch relativ früh im Spiel. Und ich habe das Spiel schon mal komplett durchgespielt mit einem anderen Charakter, mit einem Dieb. Ich kann euch an der Stelle sagen, Dieb ist die einfachste Klasse im Spiel. Und ja, ich bin erstaunt, dass es echt mit 30 FPS läuft. Das ist, also ich bin echt geflasht jetzt, ohne Witz, ne? Ah, der hat keine Rüstung. Also ich bin echt geflasht, dass es konstant mit 30 FPS läuft. Ja, hin und wieder leckt's. Ich weiß allerdings nicht, warum es manchmal leckt. Es ist, mir echt ein bisschen unbegriffen. Also ich weiß es nicht. Das Lustige ist sogar, nicht, selbst wenn ich nicht aufnehme, leckt es. Und ja, also ich weiß auch nicht. Also, so. Wird also halt eine kleine kurze Folge. Ich zeige euch, was ich so hab. Und wie das hier so aussieht. Vielleicht werde ich irgendwann noch eine Let's Play-Serie machen. Aber dann muss ich das Spiel erstmal patchen, dass es cut ist. Denn es sind sehr viele Hakenkreuze zu sehen und ich glaube, ich würde für jedes Video, in dem ein Hakenkreuz zu sehen ist, einen Strike kassieren. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob ich die Szene auch zeigen sollte. Ja, doch, man sieht nichts. Okay, alles... Sie hat uns gerade geschrieben, oh mein Gott, ich lese mir die Nachrichten eigentlich nicht mehr durch. Ich hatte sie mir damals mal durchgelesen, beim ersten Mal durch. Hi, Bro. Druidenkrone. Achso, ich kann ja mal gucken, ich habe ein neues Equipment. Zwei Rüstungen stellt jede Runde 2 MP, wenn du draußen bist. Was? Achso, wenn ich draußen bin, also sprich unter freiem Himmel. Für eine Rüstung. Ah, dann kann ich ja... Oh ja, tatsächlich, dann kann ich sowas raufpacken. Ja, ist eigentlich überflüssig. Aber da habe ich mal bei Kleidzähm. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Darth Vader, finde ich. Ist relativ interessant an der Stelle. Also nicht wirklich, aber halt ein bisschen so ansatzweise. Cool. So, müssen wir noch weiter... Ja, tatsächlich, wir müssen noch ein Gebiet weiter. Ich hatte auch noch nicht alle Chin-Pokémon in dem Spiel gefunden gehabt beim ersten Run. Und... Nö, hier kann man nichts abschießen. Dann gehe ich jetzt aber erstmal noch weiter. Ist so schon eine Weile her, dass ich das Spiel durchgespielt habe, also... Ja, ich weiß eigentlich quasi fast gar nichts mehr von der Story als solches. Ah, sehr schön. Das habe ich gesucht. Zu Cartman. So. Ja, das Gute ist halt, dass ich noch relativ früh im Spiel bin. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah, where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal!
so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah, no way, man. Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble. Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. We have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. Ah, cool. Time for you to learn. Dragon Shout. Dann können wir, jetzt können wir dann endlich die Magie benutzen. Nice. Hat auch lang genug gedauert. Ich hoffe, ihr seid nicht so böse, wenn ich das jetzt mal skippe. Ich möchte es jetzt mal kurz durchziehen hier. Perfekt. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay. So ein Arschloch. Ja, wir sind halt noch so früh und also gibt's halt noch keine. Ich rede jetzt mal darüber. Ist ja eh nicht so wichtig. Das heißt, es gibt halt noch nicht die Nazi-Zombies und sowas. Das heißt also, ich muss mir noch keine Sorgen um irgendwelche rechtlichen Probleme machen. Das macht's halt einfach einfacher. Ist, also ganz praktisch. Außerdem wollte ich halt, wie gesagt, noch einfach mal testen und es ist echt krass gut. So, können wir. Ja, die Zerschmetterkeule ist stärker. Welches Level sind wir? 4, also, ja. Schwächt die Schilde um 1, vermindert die Abwehr des Ziels beim perfekten Angriff. Ist also nicht so schwer und nicht so schlimm. Nehmen wir mit. So, wir können auch ein bisschen Kram verkaufen. Ein bisschen Geld können wir nämlich noch gebrauchen. Ich muss mir nämlich später noch für ein Achievement die David Hasselhoff-Nase machen lassen. Ich kann auch mal gleich noch kurz zeigen, achso, nee, kaufen. Ja, oh ja. Plus 10 für zweihändige Waffen. Okay, Rüstung und Rüstung. Halt zu 15 TP pro, oh, stimmt, das war ja richtig gut. Dann nehmen wir die, Cooper, Keep Cooper Castle Kleidung. Wie hier eigentlich? Feuer und Schock. Er ist eigentlich eher überflüssig. Wobei, warte, Feuer ist gar nicht so überflüssig. Das kann ich auf meinen Bogen packen. So, wir haben jetzt Kenny freigeschalten. So, wir können die erstmal hier ändern. Okay, so also mit ablegen. So, anlegen, ändern, anlegen. So, jetzt ist da Feueraspekt, Blutungsaspekt drauf und hier kriegt das Ding Feueraspekt. So, dann können wir hier anlegen, ändern, ablegen, ablegen. So, dann können wir hier die KKK-Rüstung anlegen. Hier können wir auch die KKK-Handschuhe anlegen. So, färben wir mal alles schwarz, weil schwarz ist eine coole Farbe. So, zack. Bam. Perfekt. So, und dann müssen wir noch ändern. Und dann kommt hier zum Beispiel der Nahkampf rauf. Auf die Rüstung kommt die Zusatzrüstung. Auf die Handschuhe kommt. Ja, ist eigentlich vollkommen egal. Naja, komm, machen wir den einen MP, dann haben wir wenigstens irgendwas drauf. So, die Sachen bleiben erstmal so, wie sie sind. Und jo, wir sind ausgerüstet. Sehr schön, ist auch eine zweihändige Waffe, die wir jetzt in der Hand haben. Gruppe. Achso, das dürfen wir nicht wählen. Geht's Schule. Dann gehen wir mal zur Schule. Was anderes können wir ja noch nicht machen. Das sind. Nee, können wir nicht.
Die beiden da in der Mitte sind Aufträge, die ich so nicht machen kann. Die kommen erst später im Spiel. Das sind nämlich die Großwildjagden mit Jimbo. Und das ist nicht in unserem aktuellen Machbarkeitsbereich, um es mal so nett zu sagen. Ah ja. Der Typ ist cool drauf. So. Bam. So, her damit. Dubstep. Duellant. Ach so, das war von, Nee, Angriffe mit Nahkampf fügen 10 Schaden mehr zu. Das ist cool. Aber wir haben halt auf der Keule nur einen Aspekt, leider. Ist schon wieder schade. So, dann ist die Polizeistation. Können wir das hier kaputt hauen oder? Nee, müssen wir also außen rumgehen. Zack. Alles einfach einstecken. Hallo Miss. Hallo Mister. Nee, mit dir können wir nicht reden. So, Geld und blaue Färbe. Färbe? Farbe? So, sehr schön, da haben wir auch gleich die nächste. Okay. So, damit haben wir 11 von 12 freigeschalten. Das ist schon geplündert? Ja. Ja, tatsächlich habe ich. Die kann man wegfurzen, wusste ich auch eine ganze Zeit lang nicht, aber hier brauchen wir noch nichts machen. Das ist für später gedacht. Die Folge geht eigentlich schon lang genug. An dieser Stelle. So, oh ne, hier, wir kommen von unten. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht weitermachen. Ist ja nur ein kleiner Einblick mal in, hey, Leute. Achso. Ja. Craig ist halt da drin. Wir sollen ihn jetzt rausholen. Und wir kommen nicht in die Cafeteria rein. Wer hätte es gedacht? Die Musik ist cool. There's this cool old dude who Oh, sells please. clothes on the other We side go of town by and with walks around in conformists. those Go clothes. get the stuff to look like we do. So. Okay, gut. Dann zum Abschluss zeige ich euch mal kurz meinen High-End-Charakter. Spiel speichern. Die Bushaltestelle. Spiel speichern. Ja, speichern. Meine Freundin hat auch einen Charakter erstellt. Das müsste dieser hier sein. Das ist ein Magier. Eine Magierin. Ja, und hier unten ist meiner. Natürlich halt full equip bis zum geht nicht mehr. High-End-Rüstung. Alles halt auf Max sozusagen. Super Katana, hab halt alles verkauft, hab halt alles so, wie es halt gerne haben würde. Maximales Level. Fähigkeiten ziemlich gut gelevelt, bla bla bla. Die beiden waren mir auch ziemlich wichtig, hat man sehr schnell gemerkt. Kriegen auch keine Fähigkeitspunkte mehr oder sowas. Hier ist auch alles auf Maximum. Man kann es jetzt als kleinen Spoiler sehen. Ja, und Cartman ist natürlich der beste Begleiter. Für immer. So, kann ich? Ja, ich bin ziemlich gut. Ich kann einfach nach rechts gehen. So, denn da gibt's noch Gegner. Ach so, ich glaube, die darf ich gar nicht zeigen. Das sind ja Nazi-Zombies. Okay, gut, ja, nee, darf ich nicht zeigen. Ja, und so sieht's halt aus, wenn man full equipped ist, sozusagen. Und Hasselhoff. Das Lustige ist, dass das Chakram echt die stärkste Waffe im Spiel ist. 6x500. Ja, an sich halt nicht auf ein Ziel betrachtet, aber an sich ist es die stärkste Waffe. Hat's halt ziemlich echt krass abprallt. Vor allen Dingen, ich bin so auf Blutungsschaden ausgelegt. Das ist echt krass. Also ich habe einfach nur Blutung drauf überall. Ja. Und halt beste Rüstung, Ritterhelm, was halt alles so gut ist. Und jo, dann würde ich sagen, wenn euch der Park gefallen hat, lasst Kritik, Kommentar und Bewertung da. Für den Fall, dass ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, also im nächsten Video, hoffentlich habe ich bis dahin Hitman, eigentlich habe ich es bis dahin geladen.
Aber ihr wisst ja, es kann ja mal immer zu Unstimmigkeiten und Problemen kommen. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, euer Coonstyle Play. Ciao. Mit epischer Musik. Dünn.